entschuldigt. Ich habe nur den Rest von einer Kindergarten-Niveau-Diskussion mitbekommen. Ja, hi, und willkommen zu meinem Video. Also, heute geht es um diese wunderschöne Kuchenform, die jetzt nicht als Produktplatzierung, weil selber gekauft. Ja, auf jeden Fall, wartet mal, ich will nur ganz kurz gucken, ob das Rezeptbuch da drin ist, weil da sind immer so Rezeptbücher dabei und meine Güte, das wird auch inzwischen richtig Schmöker. Da ging es ja schon fast Evi Priest kein Buch mehr, aber egal. Ja, auf jeden Fall. Ja, diese Kuchenform war nicht so leicht zu bekommen, wie man denken würde. Also, es war so. Mein Papa hatte vor 2 Wochen Urlaub. Und dann war es so, dass mein Papa und ich eigentlich geplant hatten, zum Tommel, das ist ein Laden, ein Küchenbedarfsladen bei uns in der Stadt. Natürlich, das ist jetzt gerade Kindergartenniveau-Geschichte. Ihr müsst es nicht verstehen, meine Mutter muss es wissen. Wollten wir zum Tommel bei uns in der Stadt, wo es dann so Sachen gibt wie ja, Küchenbedarf halt und sowas wie Küchen, Kuchenformen, Bügeleisen, Bügelbretter, Töpfe, Pfannen, alles was man sich vorstellen kann. Und dann war es so, dass aber der Chef von meinem Papa angerufen hat, dass mein Papa nochmal arbeiten gehen muss und dann hat mein Papa seinen Urlaub unterbrechen müssen. Dumm gelaufen. Und dann war es so, dass es hieß, er muss eine Woche gehen. Und dann habe ich mich schon voll gefreut auf die Woche darauf, weil dann hätten wir ja die Kuchenform kaufen gehen können. Aber dann waren es plötzlich 2 Wochen und ja, jetzt war es aber dann so, dass jetzt die 2 Wochen vorbei sind. Und jetzt ist er am Montag dieser Woche, hatte jetzt seinen ersten Urlaubstag gehabt. Und ja, und dann wollten wir zusammen losziehen und diese Form kaufen. Das Problem war, meine Mutter hatte um 15 Uhr hat sie Ergo gehabt. Und um circa 16:30 hatte mein Papa dann Sport. Und dazwischen wollten wir die Kuchenform schnell kaufen gehen. Und so ist es dann gekommen, dass meine Mom und mein Dad, also ja, meine Mom ist losgegangen und mein Dad und ich, wir haben uns fertig gemacht und sind dann unten in, haben auf sie gewartet. Aber alles hat sich leider um 10 Minuten verspätet. Und dann war mein Vater so gestresst. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der Mann hat, er hat gedrängelt. Das war schlimmer als in der U-Bahn in New York. Also dagegen, ich war noch nie dort, aber ich stelle es mir schlimmer vor. Mein Vater, der hat dann alle 5 Minuten gesagt, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall los. Dann sind wir in den Laden und mein Vater hat uns so gehektigt, dass meine Mutter auch Dinge vergessen hat. Witzig, Werkzeug wird nämlich nachher noch wichtig. Auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter ausgestiegen, also dass ich meine Maske vergessen habe. Dann ist meine Mutter ausgestiegen und hat im Auto ihre Maske vergessen. Also musste sie nochmal zurück. Und dann sind wir auf jeden Fall in den Laden rein. Und da gab es die Form jetzt nicht. Ich wollte genau diese haben. Ja. Und dann sind wir auf jeden Fall wieder raus und haben meinen Papa schnell zum Sport gebracht und haben zu meinem Papa gesagt, du Papa, wir gehen noch in die andere Filiale in der Stadt und gucken, ob es die dort gibt. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, mach das und viel Erfolg. Dann sind wir auf jeden Fall noch in die Stadt gefahren und mir war es irgendwie im Auto voll schwindelig. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los war, aber auf jeden Fall war es mir total trimmelig. Ich sag euch, ich war fertig wie ein Rettich. Und ja, dann sind wir dann auf jeden Fall da los und haben dann noch sind noch in die andere Filiale. Wollten noch in die andere Filiale. Dann sind wir vor der Bank stehen geblieben und meine Mutter sagt zu mir, wir haben heute 18. Und ich denke mir so, Mist, ich hätte meine Karte mitnehmen können und hätte mein Taschengeld abheben. Ah, Mist, ganz dumm gelaufen. Dann hat meine Mutter ihre Tasche aufgemacht und hat festgestellt, sie hat ihren Geldbeutel vergessen. Und ihre Karten. Also meine Mutter hat auch alles vergessen. Und dann sind wir, hat meine Mutter aber noch in ihrer Zweittasche, hatte sie noch 50 Euro und ich hatte noch 10 Euro. Und dann sind wir losgegangen und haben gehofft, dass die Kuchenform nicht mehr kostet. Und ja, wir hatten dann Glück und diese Form kostet genau so. Kann ich euch ja zeigen. Ja, 47,99. Also noch wirklich an der Grenze. Wir haben es noch gerade noch so, wie war es in unserem Budget. Und dann bin ich noch in den örtlichen Spielzeugladen, in der Fischinger, den ich eh schon immer geliebt habe. Und habe da ein Geschenk für meine Eltern gesucht, habe auch was gefunden. Und
Das hat dann noch genau 8 € gekostet. Ja, und danach sind wir dann, also meine Mama und ich, wieder auf dem Weg nach Hause gefahren. Da habe ich so am, sind wir, wollte ich noch am Hammer, das ist eine Bäckerei, die Bäckerei Hammer, wollte ich noch 2 Butterbrezeln haben. Und dann haben wir wirklich so die allerletzten Geldkrumen zusammengekehrt, in der Hoffnung, dass es reicht für 2 Butterbrezeln. Und es hat wirklich noch mit 1 € Überschuss genau für die Butterbrezeln gereicht. Aber ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so das Gefühl von, jetzt bin ich in der Grundsicherung angekommen, wie an diesem Tag. Dieses alles zusammenklauben müssen noch für den Rest und so. Das war dann schon ein ganz anderes Gefühl. Aber es war auch irgendwie im Wissen, dass ich es nicht immer habe, auch mal etwas sehr Interessantes. Und ich glaube, es wäre nicht so interessant gewesen, wenn ich, wenn es jetzt wirklich eine richtige Not dahinter gewesen wäre. Aber dadurch, dass es halt wirklich nur ein einmaliges Erlebnis war. Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Nö, das Feld kann mir ja nicht auffallen, aber gut zu wissen, ich komme nachher gleich. Mir ist gerade aufgefallen, dass dieselbe Kuchenform bei Amazon 10 € weniger gekostet hätte. Ja, das stimmt. Das wäre dann nicht diese coole Geschichte gewesen, aber fällt mir gerade so auf. Ja, gut, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mal eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir mal gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch was, wir sehen uns, bis bald und ja, die Butterbrezeln haben gut geschmeckt. Nur so als Info.